Hallo und herzlich willkommen zu Bausimulator 2015. Da sind wir wieder, wo wir waren, als wir gingen und nicht blieben. Ja, ist ja geil. Es steht ja fast alles noch genauso, wie ich es wollte. Meine Güte, ich hätte beinahe Fresse gesagt. Aber wir haben heute gelernt, also ihr gestern. Man kann ein Schimpfwort nehmen, was einen normalen Hintergrund hat, wunderbar hinzufügen und darf es jedem sagen. In diesem Sinne, wunderbare Fresse. Ja. Wir müssen gießen und deshalb bauen wir die Betonpumpe auf. Die lassen wir hier einfach stehen, aber. Das machen wir erst gleich. Haben wir oben schon nicht gegossen? Moment. Nein, das war das Stockwerk davor, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen aber eins tun, was wir jetzt jedes Mal tun. Wir gucken uns die Aufträge an und sind... Oh, hier. Apartmentgebäude. Einmal wieder, das ist wieder so ein Ding, wie wir letztes Mal gemacht haben. Hochhaus, da haben wir doch eins. Das werde ich gleich mal annehmen. Weil... Dann können wir das nämlich machen. Da haben wir nämlich mal so ein Bürogebäude. Endlich. Ich meine, wir machen wahrscheinlich nichts anderes jetzt, aber... What soll's? Na, das ist ja der Architektenauftrag eigentlich. Und die hier, das sind die Lagerhallen mit Anbaubüro. Die sind schon am Arbeiten. Stimmt, das haben wir letztes Mal gemacht. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe weiter gießen. Gießen. Gießen in Gießen, obwohl wir nicht in Gießen sind. Sind wir ja eigentlich in Bayern? Ich weiß es gar nicht. Ja. In Bayern darf man ja auch noch, hat man ja auch noch eine andere Art zu denken. Ja, die CSU. Ich steig erstmal aus, anstatt das Ding zu drehen. Das kann man mal machen einfach. Eine ganz andere Art, sich zu auszudrücken. In diesem Sinne gießen wir erstmal jetzt hier die 100%, die wir noch drin haben, irgendwo hin. Einfach mal hier in die Gegend, so in die Gegend Beton schiffen. Wunderbar schiffen, kann man ja jetzt sagen. So, da sind wir auch schon fast fertig. Muss ich ja sagen, ne? Das hat ja super geklappt. Steigen wir also wieder aus. Und fahren Groß-Günther, Quatsch-Mischer, mein Mischer, rückwärts an das, an der Gerät ran. So, und zwar müssen wir hier mal ganz kurz dahin fahren und bam. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht lange genug gewartet und damit ist das Ding wieder ausgegangen. Wir müssen ja warten, bis da so ein bisschen was rausgelaufen ist. Einfach. Und da ist es rausgelaufen. So, dann geht das jetzt hier weiter. Wir machen das noch ein bisschen höher, damit die wenigstens ein bisschen in der Luft hängt. Das sieht nämlich wunderbar scheiße aus. Kann man ja jetzt sagen. Ich sag's jetzt immer wieder gerne. Wunderbar scheiße. Und wenn ihr irgendwann mal jemanden nicht mögt, könnt ihr sagen, du bist ein wunderbares Arschloch. Ne? Weil... Arschloch ist, hat ja zumindest biologisch eine Bedeutung, die nicht, die kein Schimpfwort ist. Und dann hängt man wunderbar dran und dann geht das. Ne? So sieht's aus. Ja, lassen wir das. Wir gießen einfach hier schön weiter, schön langsam und gemütlich gießen wir das Ganze hier durch die Gegend und denken uns dabei... Hätten wir doch dieses andere Gerät. Das würde doch viel schneller gehen. Aber am Ende ist es auch egal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie keine Zeit haben oder so. So, jetzt machen wir das mal so hier. Und jetzt müssen wir das hier leider ein bisschen ausfahren. Sonst kommen wir da nicht hin in der Ecke. Ich sehe jetzt leider nicht, wie weit wir mit Gießen sind, weil ich das eingeklappt habe. Wir können das mal ausklappen. Ah, ja, das geht eigentlich schon. Ich würde sagen, bald sind wir durch. Was kommt danach? Bestimmt wieder eine Gießmission.
Gießmission, Gießmission, schalalalala. So. Und. Oh, jetzt passt das hier nicht mehr hin, oder was? Moment, wieso? Was? Ach so, ich bin, ja, jetzt müsste ich den großen Arm des Gesetzes müsste ich ausfahren, mache ich aber nicht. Reicht, denke ich, auch so. Wir brauchen nicht mal alles gießen hier. Können wir wieder tolle Bildchen malen. Wie sieht das aus? Weiß ich auch nicht. Wie ein Koala so ein bisschen. Was das hier sein soll. Ein Koala mit Bart oder sowas. Oh, völlig daneben gegossen. Meine Güte. Dafug. Also wunderbares Dafug, ne? Oder da wunderbares Fuck. Wundervoll, wundervoll. So. Oh, lululu, lulu. Oh, lululu. Mach hier fertig. Dann machen wir hier den. Ich weiß nicht, was das werden soll. Wir gießen einfach ein Bildnis. Ein Bildnis. Künstler müssen nicht immer. Also Kunstwerke müssen nicht immer irgendwas widerspiegeln. Es kann auch moderne Kunst sein hier. Einfach mal moderne Kunst. Hier so noch, hier machen wir noch einen Kreis drumrum. Plör-Kreis nennt sich das. Das ist die Kunst des Plörismus. Ist das? In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es gleich geschafft. Na, wie lange denn jetzt noch? Nur dieses kleine Stückchen da oben noch. Ich sehe es doch. Es ist doch beinahe fertig. Ja, es hat sich schon bewegt. Es hat sich bewegt. Und wir sind fertig. Und wir setzen es zurück. Wir müssen aussteigen, weil wir es wieder wegfahren müssen. Ja, mach aus hier, Mischer, mein Mischer. Wir fahren nicht einfach einmal hier an eine Seite. An eine Seite! Fahren wir dich. Und bam, das war's schon. Dann können wir gleich wieder rückwärts ranfahren, oder was? Hä? Ach nee. Das sind die anderen. Das ist ja die Lagerhalle mit Anbaubüro. Wie die jetzt gießen wollen, ohne Gussmaschine, ne? Das bleibt mir immer noch schleierhaft. Was ist jetzt hier? Muss ich auch noch wegfahren, das andere, oder was? Was muss ich wegfahren? Die Betonpumpe. Die Pumpe. Fahre ich einfach hier mit Kurve rum, dann geht das. Oder da einfach neben Groß-Günther, den brauche ich, glaube ich, sowieso jetzt. Ja. Kann ich, geht auch so. Verschalungsinstrumente vom Skyscraper. Vom Baustoffhändler? Vom Baustoffhändler. Then we have to fahr to the Baustoffhändler hier in the Stadt. And there he is. It's not weit weg. So we can drive this Weg. Was war das jetzt? Nein, es ist nicht weit hier. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht beamen. Aber ich nehme die weit. Da hat er mir doch wieder die Nichtvorfahrt genommen. So ein wundervoller Assi. Hier, Aral Fuel. Ist das eigentlich? Nee. Ach so, hier ist ja schon der Hafen. Hafen. Ich spiele auch gerne Hafen. Oh. Obwohl, wir hätten auch da auf den Hof fahren können. Aber dann stehen wir halt mal andersrum da. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Pling, plong. Auf, ab. Wie viel müssen wir kaufen? Verschalungselemente 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Na gut. Die kann man jetzt. Ach so, die. Die sind natürlich viel größer. Viel größer müssen wir erstmal an das Aufladen mit Kran. Dann machen wir das doch. So, hier so vorfahren. Füße raus, ich trinke dabei einen Kaffee. Prost.
Lauwarm, lecker. Ich. Und hier den ganzen... Das krieg ich doch nie. Muss ich stapeln. Stapeln muss Ei. Erstmal den da hinten. Das ist der, der am weitesten weg ist. Oh. Wieso fahre ich denn jetzt? Nein, ich muss nicht noch weiter hoch. Ich irritiere mich selber. Durch bloße Anwesenheit irritiere ich mich selber. Pling. Hier wieder rein. Bisschen drehen das Ganze. So müsste das passen. Jetzt noch hier so ran. Ich glaube, zwei nebeneinander könnte schwierig werden, oder? Versuchen wir das mal, ob wir zwei nebeneinander kriegen. Doch. Passen könnte es theoretisch, theopraktisch, aber nicht. Ich weiß, dass es das Wort theopraktisch nicht gibt. Ja. Versuchen wir das mal hier und dann stapeln wir die anderen einfach da rauf und dann haben wir es nämlich schon. So, ein bisschen müssen wir noch drehen. Ein bisschen müssen wir noch drehen. Jetzt das Ganze hier so weit runter. Ja, das passt doch wunderbar. So, als wäre es dafür gemacht. Und die anderen einfach da drauf. Weil ich glaube nicht. Nein. Ja, man könnte die jetzt nach vorne schieben, aber ich krieg die auch nicht weiter nach vorne. Das ist voll doof. Das ist voll doof. Voll doof. Voll der wundervolle Scheiß. Da müssen wir sie einfach mal ein bisschen stapeln. Und zwar machen wir das so, dass wir das halt ein bisschen drehen. Ein bisschen drehen, ein bisschen wenden. Auf dass wir alles, nee. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Doch, auf das, nichts mehr übersteht von den Enden. Ich weiß, ich sollte nicht singen. Singen ist, es ist nicht meine Stärke. Okay, Bausimulatoren spielen jetzt wahrscheinlich auch nicht. So. Gucken wir mal, ob wir das sichern können. Ich könnte mir vorstellen, nein, aber doch. Wunderbar. Krasse Wurst. Okay. Dann fahren wir jetzt mal zur Baustelle. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Das schaffen wir vielleicht sogar noch abzuladen. Ich bin total begeistert. Da haben wir eine ganze Menge geschafft, diese Folge. Das ist mal wieder eine Folge, die lief jetzt relativ rund. Ne? Einfach mal rund. Ist das hier auch die richtige Baustelle, die ich hier habe? Also eigentlich ja. Aber warum fahre ich dann da lang? Ach doch, bin ich dahergekommen? Doch, da steht... Ja, hier ist ja die Tankstelle. Da hinten steht ja auch Mischa. Mischa, mein Mischa. Du hast den Farbfilm vergessen, sage ich nochmal. Immer wieder gern. So, wo müssen wir es abladen? Wo müssen wir es abladen? Hoffentlich nicht auf dem Dach, hoffentlich nicht auf dem Dach, hoffentlich nicht auf dem Dach. Ah, da hinten, ich hab's gesehen. Schnell zurück. Und da lang. Da lang, da lang. So. Schnell hier Zeug ausfahren und abladen. Mich hüstelte es. Hä? Das dauerte jetzt aber lange. So. Das mal entladen hier. Ah, verdammt, ich hätte weiter nach vorne fahren müssen. Dann hätte ich es nämlich einfach runterschubsen können. Ah, das wird knapp mit dem Entladen des Restes. Obwohl, machen wir das durch. Na, 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 na. Das ist aber so weit und so viel und so lang. Und ach, ich weiß auch nicht. Achso, das ist nicht meins. So, hier, Blumen 1. Okay, wenn wir bis 20, bis 15 Minuten, also wenn die Folge vorbei ist eigentlich, drei von den Dingern abgeladen haben, machen wir das vierte auch noch. Das wird aber nichts mehr, weil wir schon 15 Minuten haben fast. Nein, ich mach das noch durch. Wir haben schon wegen
unsinnigeren Sachen überzogen. Also können wir jetzt auch ruhig mal eine Minute dranhängen dafür. Wobei ich gerade nicht weiß, wo ich das letzte Stück dahin packen soll. Du hättest ruhig mitkommen können. Das machen wir jetzt hier hin und dann gucken wir, ob wir... obwohl, nee, das machen wir hier hinten hin. Dann kann man das andere da vorne hinlegen. Das kostet zwar ein bisschen Zeit, aber geht das nicht? Ach, das geht auch so. Ich kann das auch stapeln. Das ist ja... Mein Gott. Was mache ich mir da solche Gedanken? Macht ja gar keinen Sinn. Meine Fresse, Fresse, Fresse. Wundervolle Fresse. Wunderbare Fresse. Ich hab's vergessen. Ich hab's so oft gesagt, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen muss. So, das ist doch hier gut, oder? Mach den Baustellenbereich frei. Wieso denn jetzt den Kran? Hä? Was soll ich da alles wegmachen? Wieso denn die Betonpumpe? Oh, steht die so? Ach so. Ja gut, die steht natürlich auch ganz dicht da dran. Mhm. Den fahren wir jetzt erstmal wieder rückwärts. Irgendwo hin. Der müsste weg sein, oder? Nein. Das habe ich nicht bedacht. Bumm. So, jetzt müsste der aber weg sein hier, oder? Ja. Jetzt noch die Betonpumpe wegfahren hier schnell und dann haben wir es geschafft. Während ich das mache, bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder bei Bausimulator 2015, wenn wir den Skyscraper weiterbauen. Mit Sicherheit noch nicht zu Ende. Aber wir haben jetzt eine Mission, in der wir ein Drehbohrgerät nutzen müssen. Wir müssen gießen, ich lasse die hier mal stehen. In diesem Sinne, lasst Kuchen da, lasst Kommentare da. Vielen Dank und tschüss.